Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Wir sind heute bei einem neuen Thema für FIFA 20. Ich habe es ja schon im letzten Video erwähnt, es wird auch kleinere Videos zwischendrin geben. Und das heutige ist auf jeden Fall eines davon. Das war das letzte Video zu den Wochenaufgaben, Seasonaufgaben, Milestones etc. pp. Ging einen kleinen Ticken länger. Heute geht es aber nur um neue Anpassungsoptionen. Und das ist relativ schnell abgehakt. Es sieht nämlich so aus. Ich meine im Allgemeinen, wir kennen in Foot Heimtrikots, wir kennen die Auswärtstrikots, wir kennen die Badges, die wir unserem Verein zuweisen können. Wir kennen die Bälle, die wir auswählen können und natürlich auch die Stadien. So, jetzt bleiben natürlich von diesen 8 Optionen noch 3 Stück offen. Und das sind die Celebrations, die Tifos und die Stadionthemen. Und das sind die 3 Neuerungen, die es gibt in FIFA 20. Sind Kleinigkeiten, finde ich allgemein aber gar nicht mal so schlecht. Man hätte vielleicht noch ein paar andere kleine Dinge mit reinbringen können. Ich persönlich hätte es ganz geil gefunden, ja, wenn man halt so ein bisschen mehr die Trikots gestalten könnte. Also ich glaube, es wäre nicht so schwer, einen Trikotmaker zu integrieren. Ich meine, man kennt das ja aus COD. Ich glaube, bei COD konnte man ja auch immer so seine Banner kreieren. Gut, da wurden auch ein bisschen schlechte Dinge mitgemacht. Aber auf jeden Fall, so ein bisschen, wo man halt selber was machen kann. Es wäre halt ganz geil, wenn man irgendwie, keine Ahnung, machst hier ein rotes Trikot, kannst da irgendwie grüne Streifen drüber ziehen, pinke Streifen, kannst da noch irgendwas draufschreiben oder sowas. Von mir aus auch mit hier diesem Filter, dass keine bösen Wörter genutzt werden können. Ist ja alles okay. Aber das wäre doch ganz geil gewesen. Und ich glaube, das würde dann auch nicht wirklich gegen irgendwelche Lizenzen verstoßen. Weil ich meine, du kannst ja malen, was du willst. Und im Endeffekt wäre das schon relativ geil, weil das ist dann halt auch so ein bisschen was. Ja, ich weiß nicht, wo zum Beispiel dann irgendwelche Fans für ihre Twitcher, YouTuber, was weiß ich, ja, irgendwas zeichnen können. Also wenn du halt dann zum Beispiel auch was zeichnen könntest. Wie gesagt, bei COD gab es ja auch diese Banner und die haben das ja auch hinbekommen, diesen Formen da die krassen Kreationen zu machen. Das fände ich noch ganz geil. Aber was jetzt wirklich neu ist, zum Beispiel Jubel. Du kannst deinem Verein einen Jubel zuweisen als Standardjubel. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Natürlich gibt es weiterhin die anderen Jubel noch, die man ganz normal ausführen kann. Aber wenn ihr jetzt A bzw. X, also Xbox oder PlayStation drückt, wird immer euer Standardjubel ausgeführt, den ihr eurem Verein zugewiesen habt. Und anscheinend, wie man sehen kann hier, kann man diese Jubel dann auch im Packs ziehen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau ist. Also ob man jetzt irgendwie, ob es alle Jubel, die es normalerweise im Spiel gibt, auch in Packs dann zu ziehen gibt. Und man zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, man will unbedingt den Dab als Standardjubel haben. Ob man den dann erst ziehen muss. Oder ob es nur irgendwelche ganz besonderen Jubel im Packs gibt. Das weiß ich persönlich nicht, das steht hier auch nicht wirklich. Also ich habe mir schon alles so ein bisschen durchgelesen, aber es steht jetzt nicht wirklich da, ob alle Jubel drin sind oder nur spezielle. Dazu gibt es noch allgemeine Stadionthemen. Das sieht man jetzt hier zum Beispiel im Hintergrund, irgendwelche Kinder, die da spielen. Die Stadionthemen sind eigentlich nur interessant für die Leute, die sich wirklich die Intros und sowas angucken. Das heißt, wenn die Spieler auf dem Platz laufen und sowas, dann sieht man halt eure Stadionthemen. Ist relativ nice. Ich denke mal, geht eher so ein bisschen in die Richtung, wie gesagt, so ein bisschen casual-mäßig. Ich meine, wer lässt in Champions oder sowas komplett alle Trailer durchlaufen, nur damit man sein Stadion sieht. Aber es sind kleine, aber feine Anpassungen, ist okay. Und dann gibt es halt noch die Tifos, wie man hier sehen kann, zum Beispiel mit Zidane. Da haben wir auch hier nochmal ein extra Bild, hier. Das sind dann halt einfach so Schmuckstücke, die man zum Beispiel dann auch sieht, wenn man ein Tor macht oder sowas in die Richtung, dann sind die auch sichtbar. Also man kann das alles so ein klein wenig mehr auf sich selber zurechtschneiden, sein Design, will ich mal sagen. Dann gibt es noch einen Punkt zu beachten. Man sieht hier bei dem Stadion, hier Anfield Road ist es zum Beispiel, sieht man hier oben diese kleinen Bildchen. Und die sind wichtig. Jetzt zum Beispiel hier bei Anfield sieht man das Bild und das Bild. Das wäre einmal hier Stadionthema und einmal Tifo. Das wäre das hier. Das heißt, wenn ihr in FIFA 20 euer Stadion auswählt, dann müsstet ihr darauf achten, jetzt sagen wir mal, ihr wollt unbedingt das Zidane Tifo sehen. Da müsst ihr gucken, ob das Stadion auch das Tifo supportet. Weil es wird auch Stadien geben,
wo man zum Beispiel das Thema nicht benutzen kann oder den Tifo nicht benutzen kann. Da muss man dann extra bei den Stadien drauf achten, ob alles supported ist. Ich meine, für mich im Endeffekt ist es wahrscheinlich eh wieder nur FEWC Arena interessant, aber wenn ihr dann wirklich, wie gesagt, diese Tifos oder Themes benutzen wollt, müsst ihr gucken, ob das im Stadion noch anwendbar ist. Also es wird wahrscheinlich auch irgendwelche Stadien geben, wo weder Themes noch Tifos funktionieren. Das wird es wahrscheinlich auch geben. Ansonsten, es gibt noch ein paar mehr Spezialbälle dieses Jahr, natürlich auch durch Wochenaufgaben, Seasonaufgaben etc. pp. Verfügbar. Und es sei noch gesagt, was war es hier nochmal? Wo ist denn das? Es war irgendwo hier unten. Achso, genau. Die Bälle sind immer, man sieht nur seinen eigenen Ball. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das letztes Jahr auch schon so war, aber hier stand was drinne. Da, eure Ballauswahl ist übrigens nur auf eurem Bildschirm sichtbar. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob das für FIFA 19 auch schon der Fall war. Ich glaube in Champs auf jeden Fall. Oder gab es in Champs nicht sogar einen Standardball? Bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, der Ball ist nur bei euch verfügbar. Ist auch ganz gut so. Es gibt bestimmt dann irgendwelche Schlitzohren oder sowas, die irgendeinen Ball gefunden hätten, den keine Sau erkennt. Aber wenn sie irgendwie ihren Kontrast umstellen auf dem Monitor, nur sie den Ball sehen. Also sowas hätte es bestimmt auch irgendwie gegeben. Dazu kommt noch das mit den Trikots. Da gibt es jetzt nämlich auch ein neues System, wie die Trikots, ich will mal sagen, erkannt werden. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Aber ich glaube, das machen wir erst im nächsten Video. Weil das hat noch ein bisschen was mit Rivals und Champs etc. zu tun. Also das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen gewesen zu den Anpassungsoptionen. Wie gesagt, ist eine Kleinigkeit, möchte ich euch aber mitteilen, weil ist was Neues. In Foot. Weil dieses Jahr, müssen wir ganz ehrlich sein, es gibt jetzt nicht so krass was Neues, wie Squad Battles, wie SBCs, wie Rivals. Ich meine, das war ja sowas über die letzten Jahre, war immer was Großes mit dabei. Ehrlich gesagt bin ich da aber auch gar nicht so böse drum. Ich habe schon von einigen gehört, oh, es gibt gar keine neuen Dinge in Foot oder sonst irgendwas. Chesselines, wir haben prinzipiell genug Dinge in Foot. Das Wichtige ist nur, dass das Gameplay dieses Jahr gut wird. Das ist das Allerwichtigste. Und das kommt von einem Menüspieler wie mir. Ich meine, ich bin sehr gerne im Menü. Aber das Ding ist, ab und an willst du dann die schönen Karten, die du durch SBCs bekommst, etc. pp. Irgendwann willst du die auch mal spielen. Und wenn das Gameplay halt Trash ist, dann willst du sie vielleicht dann doch eher nicht spielen. Und deswegen bin ich da eigentlich gar nicht so böse drum, dass es dieses Jahr eher kleinere Änderungen gibt. Ich meine, es gibt noch ein paar. Wie gesagt, dazu kommen auch noch Videos. Aber es gibt halt jetzt nicht diesen einen riesigen, großen, dicken, neuen Mode, der irgendwie mega Baba ist. Also außerhalb, in Foot meine ich. Außerhalb gibt es ja zum Beispiel Volta, gibt es auch noch ein Video zu. Aber in Foot gibt es jetzt nicht irgendwie was riesengroßes Neues. Aber wie gesagt, das ist okay. In Foot haben wir nämlich eigentlich genug zu tun und auch genug gute Modes drin. Aber wie gesagt, hinter allen Modes steht immer das Gameplay. Und wenn das Trash ist, ist FIFA halt immer Anfang des Jahres tot. Weil ich meine, du kannst noch so viel im Menü machen, aber ab und an willst du halt mal dein Spielchen spielen. Und da ist das Gameplay dann verantwortlich, ob es läuft. Übrigens auch zu Gameplay gibt es natürlich dann nochmal detaillierte Videos. Ich werde zum Beispiel von Kurt das Video analysieren. Der Kurt hat die Beta sehr, sehr lange gespielt. Und man muss den Kurt jetzt nicht mögen. Er ist ja, ich will mal sagen, immer ein bisschen offensiv gegenüber bestimmten Gruppen. Game Changer etc. pp. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich immer auf der gleichen Wellenlänge mit ihm, wenn es um das Gameplay geht. Das heißt, wenn er in FIFA 19 irgendwas bemängelt hat, habe ich meine Worte gesehen. Weil er meist das gleiche bemängelt hat wie ich. Und deswegen auf das Video werden wir nochmal eingehen von ihm. Da zeigt er sehr, sehr gute Punkte auf, wie der aktuelle Stand so von FIFA 20 ist. Ich meine, im Endeffekt, was wir dann am Day 1 bekommen, vielleicht mit Day 1 Patch, ist wieder was anderes. Aber im Allgemeinen kann ich schon mal sagen, hört sich das alles relativ nice an. So, wie gesagt, also heute, was haben wir gelernt? Es kamen drei neue Dinge hinzu. Celebrations. Ist die Frage, ob man die alle in Packs ziehen kann oder nur bestimmte, bla bla bla. Im Großen und Ganzen ändert es aber eigentlich nur, dass du das als Standard einrichten kannst und dass dann halt immer auf X oder A kommt, immer dieser Jubel. Dazu, wie gesagt, noch die Themes vom Stadion. Das ist dann hier mit Bannern an der Seite, mit dem Starteinlauf, bla bla bla. Und halt die Tifos. Also kleine Dinge, eher so für die Optikliebhaber, die auf einem Beamer mit 4K spielen. Jetzt so für die
richtigen Champions-Schwitzer, die eh alles wegdrücken. Ja, vielleicht jetzt nicht so wirklich was, aber ist auf jeden Fall was Neues. Ja, Schätzlein, ich würde sagen, das reicht eigentlich für dieses Video. Wie gesagt, wir müssen noch mal ein paar kleinere machen. Und selbst das ging schon wieder 10 Minuten. Als nächstes kommt wahrscheinlich das hier. Freundschaftsspiele. Das wird ziemlich sicher das nächste Video sein. Und das wird wahrscheinlich dann wiederum einen kleinen Ticken umfangreicher, auch mit Ingame-Material etc. Weil, wie gesagt, wir warten die ganze Zeit auf irgendwelche Modes, die vielleicht ein bisschen funmäßiger sind. Weil immer Rivals, immer Weekend League. Irgendwann willst du mal so ein bisschen einfach nur chillen, ein bisschen gechillt spielen. Und das bringt uns diese neue Foot-Freundschaftsspiel-Option mit rein. Weil es sind nicht nur normale Freundschaftsspiele. Aber wie gesagt, dazu mehr im anderen Video. Ja, Schätzlein, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ich würde sagen, ich bin raus für heute. Macht's gut. Ciao.